Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu den DLG-Feldtagen live. Heute eine Veranstaltung, die wir als Ausschuss für Pflanzenzüchtung, Sortenwesen und Saatgut durchführen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich hoffe, dass es auf Ihren Feldern überall geregnet hat, sodass Sie jetzt entspannt zuschauen können. Wir haben heute ein sehr interessantes Thema. Biodiversität ist in aller Munde. Und das war der Anlass, uns für das Thema Leguminosen in unserem Ausschuss hier zu engagieren. Und haben hier zu einer Runde aufgerufen. Mehr Vielfalt auf dem Acker, mehr Erfolg für den Landwirt. Mit Leguminosen geht beides. Und dazu konnten wir, dank auch der Vorarbeit des Hauptamtes hier in der DLG, Herr Dr. von Chapuis, herzlichen Dank dafür, wirklich sehr hervorragende Referentinnen und Referenten gewinnen für diese Stunde, die uns zur Verfügung bleibt. Und ich darf Sie hiermit recht herzlich begrüßen. Ich beginne mit der Dame. Frau Linda Kelly vom Biolandhof Kelly ist dabei. Sie wird sprechen über den erfolgreichen Anbau und Vermarktung, im Wesentlichen von Lupinen, denke ich, Frau Kelly. Hören Sie mich? Sie hören mich gut, gell? Ja. Dann Herr Dr. Sass, der einzige Ackerbohnenzüchter, denke ich, in Deutschland. Genau, grüße Sie von der MPZ in Hohenlied. Also Sie beide sind ja regional ganz entgegengesetzt, der hohe Norden und der hohe Süden. Und dazwischen sitzt Herr Sönke, Rohstoffeinkäufer und Anbauberater bei Faber Trading, auch wenn Sie hier die Küstenbohne im Hintergrund haben. Aber Sie sind noch zwischen beiden regional platziert von der Firma Faber Trading. Ich denke, Sie stellen sich nochmal selber und Ihre Unternehmen genau vor. Wir beginnen die Veranstaltung mit Herrn Dr. Sass. Dr. Sass, Sie sind Züchter für Erbsen und Ackerbohne bei der MPZ. Ja, Sie machen das schon sehr viele Jahre. Sie sind auch sehr erfolgreich. Sie haben schon sehr viele Sorten auch zugelassen bekommen. Und Sie werden uns heute über die Potenziale der Leguminosenzüchtung im Wesentlichen berichten. Ich vermute, es geht erstmal im Wesentlichen auch um Ackerbohnen und Erbsen. Darf ich Sie bitten? Von meiner Seite auch herzliche Grüße in die Runde. Und wir freuen uns natürlich, dass wir hier teilnehmen dürfen. Zu meiner Person, ich bin seit über 30 Jahren bei der MPZ und bin so lange auch schon zuständig für die Leguminosenzüchtung mit Schwerpunkt der Ackerbohnenzüchtung. Damit will ich es eigentlich bewenden lassen und ich würde meine Präsentation kurz starten. Ich hoffe, dass Sie die sehen können. Ist sie sichtbar bei Ihnen? Also ich sehe sie nicht, tut mir leid. Ja, jetzt bin ich. Wir sind gerade dabei, das technisch zu klären. Bitte? Er muss das mitteilen. Sie müssen, glaube ich, mitteilen, dass Sie die Präsentation oder teilen. Ich habe oben das Teilen angeklickt, ja. Irgendwie hat es jetzt gepiept. Unser Techniker, finden Sie es? So, und jetzt, ich muss diese Mail an Sie senden, sehe ich gerade. Okay. Und ich weiß nicht, an welche Adresse ich die senden muss. Tut mir gerade leid. Ist eine andere Präsentation, vielleicht können wir es auch so machen, eine andere Präsentation, schneller verfügbar, dann können wir vielleicht, dann wechseln wir einfach die Reihenfolge, oder? Bevor wir hier uns mit technischen Problemen gleich aufhalten. Also das liegt bei der muss seinen Bildschirm halt teilen, aber das muss er anschalten, das können wir nicht anschalten. Also der Bildschirm sagt mir, dass ich das jetzt an Sie senden soll, die Teilung. Teilen müssen Sie, sagt mir der Techniker. Das habe ich getan. Okay. Dann ändern wir, Herr Dr. Sass, die Reihenfolge.
Frau Kelly, sind Sie, wären Sie soweit? Ich versuche es, ja. Hallo. Hallo. Ja, ich freue mich, dass ich heute dazu beitragen darf mit unserem Lupinenanbau. Ich habe mich extra in unser Lupinenfeld gesetzt. Ober mir sitzt eine Hummel, wenn ihr die sehen könnt. Ich stelle mich jetzt einfach mal kurz vor. Ich habe ja nur 10 Minuten Zeit. Das ist relativ knapp. Ich bin Linda Kelly, 37 Jahre alt. Und wir sind aus dem Landkreis Sigmaringen. Das ist in Baden-Württemberg, also der letzte Zipfel vom Landkreis Sigmaringen, schon Richtung Bodensee. Das heißt, wir haben 700 Höhenmeter trotzdem noch, kriegen aber immer wieder mal ab und zu schön die warme Luft vom Bodensee ab. Wir haben 850, sage ich mal, Niederschlag ungefähr. Wir haben 40 Bodenpunkte. Einfach mal so ein bisschen zum Betrieb ein paar Daten. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich das gleich hinkriege mit der Präsentation. Dann kann ich ein bisschen noch was zum Betrieb sagen. Ich gebe jetzt mal meine schnell frei. Einen Augenblick, ich muss schnell starten. Frau Kelly. So, seht ihr die? Die sehen wir. Wir sehen die gut. Ja. Genau. Und zwar möchte ich euch ein bisschen was über die Süßlupine erzählen. Die Süßlupine, wer sie noch nicht kennt, ist natürlich jetzt nicht mit der Lupine aus dem Garten zu verwechseln. Das ist ja eher eine Zierlupine und auch giftig. Und die Süßlupine ist eine gezüchtete Variante ohne die Alkaloide, sodass man sie in der tierischen Ernährung und in der menschlichen Ernährung auch verwenden kann. Da gibt es aber gewisse Grenzwerte, wo man einhalten kann. Für die menschliche natürlich ist die geringer. Die liegt bei 0,02%. Da muss man natürlich mit der Sortenwahl auch entsprechend aufpassen. Genau, und da möchte ich euch einfach jetzt mal ein bisschen aus der Praxis raus zeigen, wie wir Lupinenanbau seit 7 Jahren betreiben, wie wir eigentlich für uns total auch unbekannte Kultur, wie wir uns mit ihr angefreundet haben und wie wir sie lieben gelernt haben, speziell jetzt ich, weil ich ja auch dadurch eine Direktvermarktung erstellt oder erbauen konnte auf unserem Betrieb und das natürlich ein weiterer Betriebszweig ist, wo also ja super funktioniert und Spaß macht, aber da gibt es natürlich auch einige Sachen zu bedenken, aber da kommen wir jetzt gleich dazu. Ich zeige euch jetzt mal so ein bisschen unseren Betrieb. Wir sind ein Biolandhof, seit 2007 haben wir umgestellt, aus verschiedenen Gründen einfach, weil es für uns konventionell keine Perspektive mehr gab und wir schon eine relativ starke Bioregion bei uns haben. Also 2000 Hektar um uns herum sind schon Bioflächen. Und mein Vater sagt immer so nett, wenn man dann mal bei dem Nachbar auf dem Acker guckt und sieht, dass da auch was wächst, dann weiß man, es kann auch funktionieren. Und so haben wir uns dann dazu entschieden. Und wir haben einen Ackerbau, wir haben Grünlandbewirtschaftung mit Heuvermarktung, wir machen ziemlich viel Landschaftspflege mit dem BUND zusammen, wir haben noch Mastvieh, eine kleine Mutterkuhhaltung, wo übrig geblieben ist quasi von den Milchkühen, die wir damals aufgegeben haben, eine kleine Pferdehaltung. Wir machen Energie und Wärme mit dem Holzvergaser, wir produzieren eigene Hackschnitzel, Heutrocknung ist in Planung und dann eben die Direktvermarktung mit den Lupinenprodukten. Also wir sind relativ groß aufgestellt, es sind, sage ich jetzt mal, 4 Personen, das sind mein Mann und ich und meine Eltern. Und wir bewirtschaften den Hof einfach gemeinsam. Jeder hat natürlich sein eigenes Gebiet, seine eigene Verantwortung und seinen eigenen Verdienst, aber sind ja natürlich alles Schnittstellen verbunden und somit ja natürlich auch gerade beim Ackerbau. Da ist jetzt zum Beispiel mein Vater eigentlich der Spezialist und nichtsdestotrotz, ich bin trotzdem auch gelernte Landwirtin und versuche mir da viel abzuschauen von ihm. Und durch das, dass wir auf Bio umgestellt haben, haben wir jetzt natürlich auch eine recht weite, große Fruchtfolge. Und da kommen uns natürlich, sage ich jetzt einfach mal, Leguminosen sehr gelegen und sind natürlich sehr von Vorteil. Und weil es jetzt ja heute bei uns oder bei mir jetzt speziell um die Süßlupine geht, wir kamen 2013 auf die Süßlupine. Ich klicke jetzt einfach mal ein bisschen durch. Zufall, mehr oder weniger, weil ich als kleines Mädchen schon immer
Blumenwiesen angepflanzt habe oder zum selber pflücken. Und hinten dran, an dem genau an diesem Blumenfeld, war ein ausgewinterter Acker. Und der Weizen ist einfach erfroren. Und wir wussten, okay, wir können jetzt noch eine Sommerung machen und einfach mal was ausprobieren. Und das tun wir eigentlich immer wieder, einfach was Besonderes ausprobieren. Und so sind wir auf die Süßlupine gestoßen und dachten so, hey, ja, das ist doch super. Dann kann man ja die Blume eigentlich auch, die Lupine auch noch pflücken, wenn das nichts wird oder wir nicht wissen, was da draus wird. Und dann war es aber so, dass die eigentlich keiner gepflückt hat, weil die relativ unspektakulär weiß geblüht hat, wie man im Hintergrund sieht und für den Blumenstrauß jetzt gar nicht so interessant war. Aber wir hatten im August die erste Ernte. Und wie man das jetzt hier sieht, waren das auf meiner Hand mit den Handschuhen. Das ist die blaue Süßlupine und ich habe jetzt immer im Prinzip blaue und weiße Süßlupine mal so ein bisschen gegenübergestellt. Dazu sage ich jetzt auch gleich nochmal was. Die blaue erkennt man daran, dass sie so klein und rund ist, so ähnlich wie die Sojabohne. Und die weiße Süßlupine eher breit und flacher. Was ich sehr seltsam finde, ist, dass die blaue Süßlupine eher weiß blüht. Also in unserem Fall, das hat was aber auch mit der Sorte zu tun. Und die weiße hat so einen leichten Blauschimmer drin. Also es ist eher verwirrend, aber ja, so ist es. Und wir haben uns auf die blaue Süßlupine fokussiert, weil die einfach für unseren Anbau, für unsere Region einfacher war zum Anbauen, weil die, ich sage jetzt mal, mehrere Vorteile hatte bis jetzt für uns. Sie reift früher ab, sie ist unempfindlicher, sie ist also gerade in Bezug auf Anthracnose, die Pilzkrankheit, hat sie einfach auch von dem Aussaat und von allem einfach besser zu uns gepasst. Und die weiße Süßlupine hatten wir tatsächlich 2014 schon mal ausprobiert und angebaut, haben aber Schiffbruch erlitten und die komplette Ernte ist der Pilzkrankheit, der Anthracnose, verfallen. Und damit war für uns eigentlich klar, wir werden die weiße Süßlupine eigentlich nicht mehr anbauen. Aber wie Sie sehen, haben wir sie dieses Jahr das erste Mal wieder auf dem Acker, einfach mal zum Testen, weil sich das Klima und das Ganze natürlich doch verändert hat und wir nicht mehr so viel feuchte Jahre haben und von dem her die Weiße vielleicht doch integrieren kann. Es gibt da ja doch einige Unterschiede zwischen Weiß und Blau, allein vielleicht schon am Eiweißgehalt, am Ölgehalt, am Anbau, genau, wo man sich dann schon überlegen kann, welche passt einfach auch besser zu mir. Hier kann man jetzt gut auf den Bildern sehen, dass wir die Lupinen auch immer impfen, bevor wir sie aussäen. Einfach, dass sie die Knöllchenbakterien gut entwickeln kann, dass sie gut Stickstoff binden kann, den Luftstickstoff. Das ist ganz wichtig. Also ich denke, ohne Impfung macht ein Lupinenanbau ist nicht sinnvoll. Genau, dann kann man auch recht schnell sehen, dass die ganz schnell keimen. Also nach einer Woche, die Weiße hat ein bisschen länger gebraucht, aber die ist natürlich auch ein bisschen größer und hat ein bisschen mehr, braucht ein bisschen mehr Zeit. Aber nach einer Woche, das heißt zum Beispiel bei uns jetzt im Biobereich mit Blindstriegeln, ist nichts mehr drin. Da muss man dann, das rentiert sich ja nicht, weil nach den paar Tagen ist ja das Unkraut noch nicht so aufgelaufen. Und keimen und auflaufen tun sie also sehr, sehr gut und sehr gleichmäßig. Wir machen 50 cm Abstand, Reihenabstand, weil wir hacken, mechanisch natürlich, klar, weil wir ja Biobetrieb sind und keine chemisch-synthetischen Mittel einsetzen dürfen. Und genau, das mit dem Hacken und mit dem Striegeln funktioniert ganz gut. Wir haben jetzt uns auch eine neue kameragesteuerte Hacke zugelegt. Da sind wir aber noch momentan im Test. Das funktioniert noch nicht alles so perfekt, aber wir sind dran. Man sieht auch, dass sie relativ schnell zumacht. Also jetzt hier geht es noch, es ist ja erst nach 4 Wochen. Man sieht hier aber auch schon mal den Blattunterschied. Also die blaue Süßlupine nennt sich ja auch die schmalblättrige Lupine. Und die weiße hat einfach mehr Masse. Ich finde, die erinnert auch noch so ein bisschen an die wilde Lupine, an den Ursprung von der Plattform her. Und was kann ich sonst alles erzählen? Also für uns war halt die blaue auch interessanter noch wegen Geschmack.
weil wir einfach, wir machen ja viele verschiedene Lupinen, Lupinello-Produkte da draus. Das kann ich nachher nochmal zeigen, alle zusammen. Und wir haben mit dem Kaffee, Süßlupinen-Kaffee ja angefangen und da war einfach der Geschmack mit der blauen für uns interessanter. Die weiße, wenn der Test jetzt alles gut läuft, da gibt es dann eher vielleicht auch noch andere Produktideen, wo die weiße einfach besser passt. Allgemein kann man sagen, man muss sich schon Gedanken machen, wenn man die Lupinen anbaut, für was für einen Zweck man sie anbaut. Ob man eine Vermarktungsstrategie braucht, man auf jeden Fall. Im vorigen Webinar haben wir ja schon gehört, wir sollten mehr Leguminosen anbauen und da mehr vorwärts kommen. Das macht aber alles nur Sinn, wenn man auch eine gute Vermarktungsstrategie hat. Wir haben die jetzt in unserem speziellen Fall, weil wir halt alle Produkte selber produzieren und einfach direkt auf den Markt bringen. Man merkt natürlich schon, die Lebensmittelindustrie zieht nach. Es kommen mehr Landwirte dazu, die Lupinen anbauen. Aber hier sehe ich halt wieder die Schwierigkeit, dass dann wieder Masse angebaut wird und dass man dann halt wieder keinen rentablen Preis erzielen kann in meinen Augen, weil ich sage einfach, das ist ein regionales Superfood und so muss man es auch behandeln, weil sie ist auch nicht ganz so einfach im Anbau. Also man kann jetzt nicht einfach erwarten, dass das alles so passt. Ich habe viele Landwirtskollegen, die die blaue Lupine probiert haben anzubauen, aber auch gleich gesagt haben, nach dem ersten Mal, das lassen sie einfach, das passt nicht und das funktioniert nicht. Also es ist wie jede Kultur einfach, man muss sich damit auseinandersetzen, man muss sie kennenlernen. Nichtsdestotrotz ist sie unsere heimische Eiweißquelle im Vergleich vor allem zu importiertem Soja. Wir selber auf dem Betrieb haben auch schon Soja angebaut im Vertragsanbau, da war aber die Abnahme dann auch geregelt. Aber im Vergleich zu Soja, finde ich, hat sie einfach viele, viele Vorteile. Sie reift früher ab. Sie ist vom Geschmack her einfach interessanter auch zum Essen und ja, also viele, viele Punkte, wo ich jetzt positiver sehe, auch nachher in der Verarbeitung. Genau, dann wenn wir mal weiter... Eine Zwischenfrage stellen, Frau Kelly? Ja, gerne. Wenn Sie sagen, Sie sind auf die blaue Lupine gekommen wegen des Geschmackes, aber Sie sagen ja selber, der Anbau muss passen. Die blaue Lupine gibt es ja mit 30.000 Hektar in Deutschland, aber wesentlich auf ganz leichten Böden in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern findet man sie, zu niedrigen pH-Werten neigenden Böden, sehr extensive Frucht dort. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie auch leichte Böden oder leicht saure Böden? Also unser pH-Wert liegt im Schnitt, sage ich jetzt mal, um die 6 rum. Mhm. Und unsere Böden, das sind sandig bis schluffig lehmiger Boden. Also es geht, obwohl wir auch 700 Höhenmeter haben. Das ist ja eigentlich auch nicht unbedingt das, was sie möchte. Ich glaube einfach, wenn man sich mit einer Kultur auseinandersetzt und sich wirklich befasst, dann geht sehr, sehr viel und vielleicht auch nicht immer auf dem perfekten Standort. Und wenn man die richtigen Techniken hat und auch mit dem Hacken und mit dem Striegeln und mit allem wirklich die richtigen Zeitpunkte erwischt, dann passt es. Was mir auffällt, wir haben ja immerhin noch Regen. Also wir können uns ja echt glücklich schätzen, dass wir noch nicht so trocken haben wie in Brandenburg. Ja? Aber die Lupine kommt nichtsdestotrotz mit Trockenheit doch recht gut klar. Und sogar aber auch mit Schnee. Also wenn man, das war vor 2 Jahren, meinte ich, da war am 20. April, hatten wir nochmal richtig, richtig Schnee, eine Schneedecke drauf auf den Lupinen. Und ich war sehr erstaunt, wie gut sie das verkraftet hat. Also genau. Dann gucken wir einfach mal vielleicht weiter. Hier sieht man schon, dass sie wirklich schön buschig wird vom Hacken her. Unser Ziel wäre es natürlich oder wünschenswert, dass wir 3-mal Hacken schaffen wir aber meistens nicht. Also 2 Hackgänge schaffen wir. Und wenn sie aber dann relativ schnell dicht macht und zumacht, dann ist das ja eigentlich auch nicht mehr das größte Problem. Wir laufen oder ich selbst laufe sogar auch noch durch und hole dann noch die restlichen Ampfer oder Disteln, die wir einfach haben, von Hand raus, weil ich natürlich nachher als Speiseware, ist natürlich toll, je weniger drin ist, desto einfacher habe ich nachher auch die Aufbereitung, die auch komplett bei uns auf dem Betrieb stattfindet, weil irgendwie, wenn man so den Bezug vom Anbau bis zum Endprodukt hat, dann gibt man ungern
irgendwas aus der Hand, wo es natürlich dann auch Probleme geben könnte, zum Beispiel auch mit der Trocknung, sollte ja schonend getrocknet sein und so weiter. Deswegen machen wir das alles selber und haben uns darauf spezialisiert und sind auch recht gut ausgestattet. Wir schälen die Lupinen auch und haben da eigentlich ein gutes Konzept aufgestellt. Vielleicht nochmal zu der Lupine an sich. Also ich finde sie ja nicht nur interessant in der menschlichen Ernährung, sondern auch in der tierischen Ernährung. Da kann man vielleicht sich auch überlegen, ob man sie in die Fruchtfolge mit reinnimmt, weil sie ja natürlich auch super durchwurzelt, die Bodenfruchtbarkeit vorantreibt oder positiv beeinflusst, hat ja einen hohen Eiweißgehalt. Das liegt natürlich immer an der Sorte, am Anbaujahr, an der Witterung und so weiter. Ich sage jetzt einfach mal zwischen 35% und 40%, je nachdem. Ist natürlich mehr wie jetzt vielleicht eine Ackerbohne oder eine Erbse. Von dem her sehr interessant hier in dem Kreislauf. Wie gesagt, in der menschlichen Ernährung muss man halt entscheiden, ob das Sinn macht, die abzuverkaufen oder anzubauen, weil ich denke, dass sie auch größtenteils von unseren Äckern verschwunden ist, weil sie einfach jetzt nicht so wirtschaftlich ist im Vergleich zu anderen und dann doch wieder eine Herausforderung. Nur so viel dazu. Gucken wir mal weiter. Hier sehen wir zum Beispiel jetzt unsere Hacktechnik, wo wir einsetzen. Wie gesagt, wenn die Beikräuter sich im Rahmen halten, dann etabliert sie sich wunderbar. Inzwischen blüht sie auch schon richtig gut. Das letzte Foto war das, was ich gemacht habe. Das war vor einer Woche. Ich habe es jetzt leider fürs Seminar oder heute nicht mehr geschafft, neu zu fotografieren. Wobei die Weiße da ja auch schon, man sieht ja die tollen Blüten schon. Und der Ansatz, also ich denke, wenn jetzt nicht wie letztes Jahr ein Hagel kommt, der mir die Ernte von 80% verhagelt hat, das war für mich sehr dramatisch oder für uns, dass wir dann eigentlich eine ganz tolle Ernte einfahren werden. Ich sage jetzt mal, im konventionellen Bereich liegen wir bei 3 Tonnen vielleicht, ja. Und im Bio-Bereich sagt man ja prinzipiell die Hälfte, aber nichtsdestotrotz hatten wir vor 2 Jahren im Bio-Bereich eine Ernte von 3 Tonnen auch. Da war es relativ trocken und da waren sie recht sauber und vom Unkraut recht gut. Also da haben wir auch tolle Ergebnisse erzielt. Genau. Und da kann ich euch jetzt mal noch schnell die Produktpalette zeigen. Das hat sich sehr schnell erweitert vom Kaffee zu Lebensmittelverwendung in der Küche einfach, weil für mich war eigentlich gleich klar, da steckt ziemlich viel Potenzial dahinter, weil eigentlich alle Produkte, ich sage jetzt mal mit importiertem Soja, meistens aufbereitet werden, außer vielleicht die jetzt speziell hier auch produziert und die Soja zum Beispiel hier auch angebaut wird. Aber das war einfach wichtig, dass man die Leute aufmerksam macht, dass auf unseren Äckern die Lupine wächst und dass wir da tolle Produkte draus kreieren können. Nicht nur Lebensmittel, ich habe auch Kosmetik, wie man in der Mitte sehen kann, weil nicht nur die Inhaltsstoffe sind nicht nur gut von innen, sondern auch für außen. Also ich bin da sehr kreativ und versuche da auch immer Kreisläufe zu schließen. Und ich denke, das ist eine Möglichkeit, wo ein Landwirt halt einfach seine Produkte anders veredeln kann und etablieren kann am Markt. Genau, ich habe jetzt kein Zeitgefühl, wie schnell ich war oder ob ich die 10 Minuten, ob sie okay sind. Das sind optimal in der Zeit. Super. Und genau. Und also zum Erzählen gibt es natürlich noch ganz, ganz, ganz viel, aber ich denke, das können wir ja vielleicht dann über die Fragen am Schluss noch abdecken. Ja, ich denke, wir haben auch Zuhörer und Zuschauer, die uns Fragen rüberbringen. Ich würde jetzt mal vorschlagen, gibt es direkt Fragen, Herr von Chapuis? Ja, wenn ich die Produkte anschaue, hat das wenigstens mit Eiweiß zu tun. Sondern sie machen Lupinenöl, Lupinenöl. Eiweiß, außer glutenfrei wie Nudeln. Sehe ich relativ wenig bei Ihnen. Also bei Ihnen ist auch die Lupine nicht sehr einseitig, sondern eine Vielfaltsfrucht, kann man sagen. Ich habe Sie jetzt fast nicht verstanden, auch den Anfang nicht, nur... Okay. Die Lupine wird bei uns als Eiweißfrucht ja wahrgenommen. Ja. Und was Sie produzieren, hat ja nicht immer nur mit Eiweiß zu tun, sondern Lupinenöl, Sie produzieren
glutenfreie Pasta und Lupinenkaffee. Da denkt man in erster Linie nicht an Eiweiß. Also ja, ja, genau. Das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, beim Kaffee kann es nicht bleiben, weil da zerstören wir wahrscheinlich, da geht es ja um den Geschmack und nicht um die Inhaltsstoffe oder Nährwerte. Und genau, und ja, also sie ist glutenfrei, ist ja natürlich eine Hülsenfrucht und kein Getreide. Und sie ist sehr sättigend. Das ist auch also eine wunderbare Eigenschaft. Sie ist basisch. Wir haben viele, also ich denke, ich spreche da einfach an, nicht nur die, wo jetzt natürlich ein Problem haben, aber die halt speziell. Und ich denke, auch gerade in der veganen und vegetarischen Ernährung brauchen wir einfach pflanzliches Eiweiß, wenn wir kein tierisches Eiweiß zu uns nehmen. Und also die Lupine ist vielseitiger mit sich oder am vielseitigsten im Vergleich zu den anderen Hülsenfrüchten, würde ich jetzt mal so sagen, vom Gefühl her. Ja. Ja, hier sind Fragen aus dem Zuhörerbereich. Und zwar geht es um den Einsatz der Lupine in der menschlichen Ernährung. Da ist eine Frage, kann das denn überhaupt noch rentabel sein in der Fütterung? Sie haben ja sehr, sehr stark auf der Begriff ist hier Superfood genannt, gesetzt. Und die zweite Frage, gibt es Informationen zu einem Aminogramm der Lupine im Verhältnis zum Beispiel zu Soja? Das sind die Fragen, die hier reingekommen sind zu der Verwertung. Dann haben wir nachher noch eine Frage zum Anbau, nämlich nach der Impfung, wie die Lupinen geimpft worden sind. Vielleicht machen wir die gleich zu dritt alle. Danke. Okay. Ja, also geht es natürlich sehr in die Ernährung rein. Ich habe festgestellt, seit wir Lupinen anbauen, muss ich mich immer mehr weiterbilden zum Ernährungsexperte. Ist sehr spannend, weil es kommen wahnsinnig viele Fragen. In der menschlichen Ernährung definitiv gibt es halt diesen Grenzwert mit den Alkaloiden, der unter 0,02% sein muss. Bei den Tieren ist bis unter 0,05%. Das muss man prüfen und testen lassen. Die Problematik ist hier eher, dass wir hier noch keine, sage ich mal, Standarduntersuchungen haben und ganz wenig Labore. Ich habe halt in den 7 Jahren mein Netzwerk ausgebaut und meine Beziehungen, dass ich hier Möglichkeiten habe, weil ich bin kein Lebensmittelbetrieb, wo jetzt ein Labor im eigenen Betrieb hat. Deswegen, ich sage ja, das klingt zwar schön und einfach, Lupinen anzubauen und weiter zu verarbeiten, aber da steckt natürlich schon sehr viel dahinter, gerade in der menschlichen Ernährung, weil man da natürlich auch ein ganz hohes Risiko eingeht, wenn man Produkte auf den Markt bringt. Das zweite war um die Aminosäuren, richtig? Oder können Sie es nochmal vielleicht kurz ausdrücken? Ja, genau. Es geht um ein Aminogramm. Und wie das Aminogramm im Verhältnis zu Soja aussieht, zum Beispiel zu Soja. Ich glaube, das ist eine sehr spezielle Frage. Wenn Sie die nicht direkt beantworten können, müssen wir die woanders klären. Denn wir sind in der Zeit auch schon ein bisschen weit fortgeschritten. Okay, dann eher die zum Anbau noch. Mit der Impfung ging es darum, wir haben halt, also wir haben von Anfang an mit einem Impfmittel geimpft und sind sehr gut damit gefahren. Inzwischen habe ich natürlich auch schon andere Angebote für andere Impfmittel. Die muss ich aber jetzt natürlich auch erstmal testen. Da kann ich mich jetzt noch gar nicht dazu äußern. Aber ohne Impfen geht es nicht, weil unsere Böden sind einfach noch nicht auf die Lupinen ausgerichtet, auf die Bakterien. Und wir wollen ja, dass die Knöllchen ansetzen. Und von dem her würde ich ohne Impfung nicht empfehlen. Ja, vielen Dank, Frau Kelly. Über dieses Thema könnte man noch sehr viel diskutieren, aber wir haben noch zwei andere interessante Vorträge, die wir auch gerne hören wollen. Ich habe es leider verpasst, bei der Einleitung bei Ihnen darauf hinzuweisen, auf ein Zitat von Ovid, das ich auf Ihrer Homepage gefunden habe, dass ein guter Tag schon mit Lupinenöl beginnt. Also das werde ich mir jetzt merken, das wusste ich vorher noch nicht, dass auch Ovid schon mit Lupinenöl gearbeitet hat. Richtig. Herr Dr. Sass, jetzt hoffe ich, funktioniert die Technik, sodass wir auf Ihren Vortrag kommen können, nämlich Potenziale der Leguminosenzüchtung. Gestern war sogar ein großer Artikel in der Süddeutschen Zeitung über
die Wunderbohne war er genannt. Da ging es im Wesentlichen um die Ackerbohne, also wo es auch um Züchtung der Ackerbohne ging, um das Potenzial, um menschliche Ernährung. Herr Sönke, auch die Firma Faber Trading war dabei erwähnt in diesem Artikel. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, was für Landwirte, was für die Landwirte für ein Potenzial in dieser Wunderbohne oder Ackerbohne drinsteckt. Und da geben Sie uns sicherlich eine Perspektive. Herr Dr. Sass, ein Züchter, der heute kreuzt, der muss ja wissen, was in 10 Jahren in etwa der Markt verlangt. Wir sind sehr gespannt. Ja, also zweiter Versuch. Meine Frage ist nur, wie schalten wir das weiter, meine Folien? Ich kann das von hier aus nicht machen. Sie sagen einfach nächste Folie. Okay, nächste Folie bitte. Das ist der Titel. Das ist unsere Techniker. Genau, das ist der Titel. Und hier ist einfach der Trendertrag von 1961 bis 2017 mal dargestellt für Ackerbohnen, Futtererbsen, Lupine. Sojabohne ist noch eine junge Kulturart. Man sieht, dass die Züchtung über die Jahre durchaus Fortschritte zu verzeichnen hat, auch wenn die Anstiege nicht so hoch sind, wie sie bei den großen Kulturen natürlich zu verzeichnen sind. Nehmen wir die nächste Folie. Da haben wir den Zuchtfortschritt bei Ackerbohnen demonstriert von 1990 bis 2018. Und zwar die wichtigen Merkmale Ertrag. Das ist die obere Gerade und das Merkmal Neigung zum Lager. Und man sieht, wir haben züchterisch ertraglich draufgelegt und wir haben in der Standfestigkeit eine Verbesserung zu verzeichnen, die die Ackerbohne heute zu einer sicheren Metroschfrucht macht. Zur nächsten Folie bitte. Dasselbe für die Körnererbsen in etwas kürzerem Zeitraum. Hier sieht man eben im Grunde, die Darstellung ist dieselbe. Der Kornertrag ist gestiegen durch die Neueintragung beim Bundessortenamt und vor allen Dingen ist auch die Neigung zum Lager, gerade bei den Körnererbsen, immer besser geworden. Auch hier haben wir die Erbse in Richtung Metrischfähigkeit deutlich verbessert mit besseren Erträgen. Die nächste Folie bitte. Wir reden ja über Potenziale bei Ackerbohnen zum Beispiel oder der Züchtung und ich habe hier nur einfach eine Folie aufgelegt aus unserem Neuzuchtmaterial von 2019 für das Merkmal Proteingehalt. Man sieht, wir haben 3 Sorten mit verschiedenen Gehalten. Wir haben vor allem unten einen Minimumwert von 19%, aber der Maximalwert bei Ackerbohne liegt bei über 30%. Das heißt, hier liegt also in der Erhöhung des Proteingehaltes bei Ackerbohne noch einiges, was wir als Züchter, sagen wir mal, Variation haben und was wir in Sorten übertragen können. Dann nehmen wir die nächste Folie. Und ein Punkt, der immer wieder lange, lange diskutiert wurde, die Leguminosen sind ja nicht anbauwürdig, sind so schwankend in den Erträgen. Und dies ist einfach nur diese Folie soll nur illustrieren, dass wenn ein Landwirt sich mit einer Leguminose oder das gilt glaube ich für jede Kulturart beschäftigt im Anbau, dann wird er zunehmend Erfolg haben. Das ist hier einfach nur aus Schleswig-Holstein eine etwas ältere Folie. Landwirte, die neu eingestiegen sind, also das erste Mal Bohnen gebaut haben, haben nur in Anführungszeichen 47 Dezitonnen Hektar geerntet. Und die erfahrenen Landwirte, die schon im dritten oder vierten Jahr dabei sind, haben in diesem Jahr ca. 10 Dezitonnen mehr geerntet. Einfach nur die Aussage, Züchtung kann nicht alles, sondern auch die Produktionstechnik muss dazu passen. Dann nehmen wir die nächste Folie. Das ist das, was wir bisher so erreicht haben bei Bohnen und Erbsen. Höhere Erträge, bessere Standfestigkeiten. Wir haben den Pflanzentyp Richtung kürzer modifiziert. Wir sind auch dabei, bessere Winterformen zu entwickeln. Und bei den Erbsen sehr ähnlich, bessere Standfestigkeit und natürlich Sicherheit, gerade bei Erbsen sehr wichtig, Erhöhung von Korn- und Proteinerträgen. Und auch hier gibt es neuerdings Winterformen. Und wenn wir die nächste Folie nehmen, das sind die Herausforderungen, die wir für die Züchtung sehen. Die Kornerträge müssen weiter steigen, inklusive der Sicherheit. Wir wollen den Proteingehalt erhöhen. Wir müssen Toleranzen entwickeln gegen Blattläuse und Ackerbohnenkäfer. Und die Winterformen haben noch ganz viel Optimierungspotenzial. Und bei Erbsen, Standfestigkeit kann immer noch besser werden. Auch hier ist der Proteingehalt ein wichtiges Merkmal geworden, würde ich sagen. Es gibt
Bodenwürdige Pilze, insbesondere Aphonomyces, die auch verantwortlich sind für die Leguminosenmüdigkeit. Auch hier sind Resistenzen zunehmend wichtig und auch hier verbessern wir die Winterform. Aber vielleicht ein Statement ganz zum Schluss. Es gibt nach wie vor sehr wenig private Zuchtprogramme, die sich alle diesen wichtigen Zuchtzielen widmen können. Also der Background für die Züchtung ist meines Erachtens im Moment noch zu dünn, um das alles in der richtigen Breite machen zu können. Und damit bin ich, glaube ich, auch am Ende. Wir geben noch ein schönes Bild hier. So soll die Ackerbohnenernte aussehen. Und dann bin ich, glaube ich, nächste Folie noch. Es gibt noch eine finale. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Dr. Sass. Kurz und prägnant. Ich darf vielleicht gleich mal eine Frage stellen. Was ich immer so höre aus der Praxis ist, Müdigkeit von Leguminosensorten. Kann man auch daran züchterisch arbeiten oder ist es ein rein produktionstechnisches Thema? Also Sie sprechen das Thema Leguminosenmüdigkeit an. Genau. Das ist primär ein Problem, glaube ich, in Biobetrieben im Moment. Warum? Weil viele konventionelle Betriebe einfach ihre Fruchtfolgen die fangen häufig gerade an oder haben eben die Abstände eingehalten. Das ist eigentlich kein Problem. Wenn ich die Fruchtfolgeabstände einhalte, dann bleiben meine Leguminosen auch gesund. Und da Biobetriebe sehr viel mehr naturgemäß auf Leguminosenanbau setzen müssen, ist dort das Problem gravierender. Und auch hier muss Züchtung ansetzen, meines Erachtens. Also das sind gezielt auch Pilze, die diese Müdigkeit ausmachen. Und auch dagegen muss man mit Resistenzen oder Toleranzen züchterisch angehen. Da gibt es jetzt gleich eine Frage aus der Teilnehmerschaft. Wie weit ist man denn, Herr Dr. Sass, mit der Anthracnose-Resistenz in der Züchtung? Geht da was? Na, das ist ja eine Krankheit für die Lupine. Und wenn Frau Kelly ihre Lupinen so schön anbauen kann, ist das ja das beste Beispiel, dass es geht. Und da ist ja offen nach meinem Kenntnisstand in der Lupinenzüchtung auch sind Fortschritte erzielt worden, was die Toleranz angeht. Das ist etwas, worauf man sicherlich aufbauen kann. Also Anthracnose ist jetzt nichts für Bohne oder Erbse, sondern das ist ein Lupinenproblem. Ist aber, ich will nicht sagen gelöst, aber ist züchterisch deutlich vorangebracht worden. Ja, das kann ich nur zustimmen. Also beziehungsweise jetzt gibt es schon zwei Sorten. Und das ist ja hauptsächlich das Problem der weißen Süßlupine, weniger der blauen. Und es gibt jetzt schon zwei tolerantere Sorten. Und die eine, eben wo wir jetzt vorher in unserer Präsentation gesehen haben, das ist auch schon eine tolerante. Und deswegen versuchen wir die oder bauen wir die an. Und wir merken auch zum Beispiel durch die gute Durchlüftung, weil wir in Reihen ansäen und so weiter. Also und wenn die Witterung passt, dann kann man das auch in den Griff kriegen. Wir haben nur Schiffbruch erlitten 2014, weil alles so feucht und nass war. Und weil wir flächig gesät haben. Ja, dann gibt es eine weitere Frage aus dem Teilnehmerkreis zu Ackerbohnen. Gibt es ein besonderes CN-Verhältnis, auf das man im Boden achten muss, um Ackerbohnen anzubauen? Vielleicht richtet sich das auch schon nachher noch an Herrn Söhnke, der ja Anbauberater auch ist. Aber erstmal vielleicht den Herrn Sass. Also dieses Problem habe ich noch nie gehört, oder dass es für die Ackerbohne von Bedeutung ist, wie das CN-Verhältnis im Boden ist. Ist mir, soll ich sagen, nicht geläufig, nicht als Fragestellung geläufig. Deswegen kann ich auch gar nichts dazu sagen, muss ich sagen. Okay, herzlichen Dank. Also übrigens, wir haben hier einen Einflüsterer, ist Herr Dr. von Chapuis, der die Chatfragen hier alle aufgreift. Die Stimme im Hintergrund ist kein Geist, er ist reell, aber er ist nur nicht sichtbar. Ich habe vielleicht auch noch eine Frage, Dr. Sass. Sie haben über das Potenzial der Winterformen gesprochen und dass hier noch vieles an züchterischer Arbeit möglich ist. Sehen Sie denn in den Winterformen auf Dauer das größere Potenzial als in der Sommerform bei Ackerbohne und bei Erbse auch? Das ist eine
eine Standort- und Witterungsfrage. Also die Winterleguminosen haben ihren Vorteil auf sommertrockenen Standorten, wo ich kein kein Winterwasser habe. Und deswegen, und andererseits darf ich natürlich nicht zu strenge Winter haben. Also der begrenzende Faktor kann bei Winterleguminosen immer noch die Winterhärte sein. Also ich muss als Landwirt ein bisschen abwägen, was gewinne ich durch eine früher sich entwickelnde Winterform auf meinem Standort im Vergleich zu einer sicherer anbaufähigen Sommerform, wenn der Boden stimmt. Und deswegen, im Moment ist, muss man sagen, züchterisch sind die Sommerformen deutlich weiter entwickelt als die Winterformen. Das gilt für beide, gilt für Erbse und Ackerbohne. Und deswegen würde ich, wenn mein Standort passt, immer eine gute Sommerung anbauen als eine riskante Winterung. Das mag sich mit dem Klimawandel ändern, wenn die Winter immer milder werden und die Sommer immer trockener werden. Herr Dr. Sass, gibt es da eine kritische Temperatur, die im Winter nicht unterschritten werden sollten? Also bis wie viel Grad ist so eine Winterackerbohne winterhart? Also Kahlfröste bis minus 15 Grad. Und das gilt für Erbsen so ähnlich. Also schwieriger ist eigentlich die Wechselfrostphase am Ausgang des Winters. Also die absolute Winterhärte ist schon sehr ordentlich, mit Schnee ohnehin, mit Schnee passiert gar nichts, aber schwierig sind tatsächlich die Phasen Ausgangs des Winters mit Wechselfrösten. Okay, herzlichen Dank für die Fragen und auch für die Antwort, Herr Dr. Sass. Wir waren jetzt bei Züchtung, Anbau von Lupinen und wir kommen jetzt zum dritten Vortrag, geht es auch um Anbau. Wir fahren fort mit der Ackerbohne, aber eines Ihrer wesentlichen Themen ist auch Einkauf und Vermarktung, Herr Sönke, wofür Sie zuständig sind bei der Firma Fava Trading, die ja in dem sogenannten nassen Dreieck sitzt. Also Herr Dr. Sass ist mehr an der Ostsee, Sie sind mehr auf der Seite Nordsee zu Hause. Und ja, Sie haben ja auch das Thema Ansprüche des Handels ja ausgewählt und wir sind gespannt. Ich habe gelesen, stand übrigens auch in dem Artikel in der Süddeutschen Zeitung, dass sie bis zu 12.000 Tonnen Ackerbohnen für die menschliche Ernährung vermarkten. Das ist richtig. Spannend, was damit passiert. Vielen Dank, Herr Beutel, für die einleitenden Worte. Schönen guten Tag auch von meiner Seite noch. Sie haben es erwähnt, ich kümmere mich bei der Fava Trading nicht nur um den Einkauf, also die Rohwarenbeschaffung, sondern wir begleiten auch den Anbau vornehmlich der Ackerbohne. Es kommen aber ja, wie wir auch aus diesem Forum hören und auch von den Landwirten draußen hören, immer die Fragen nach anderen Leguminosen und der gesamten Bandbreite. Das möchte ich am Ende des Vortrages noch aufgreifen. Vielleicht ganz kurz zum Standort. Sie hatten es erwähnt, wir als Fava Trading sind ein relativ junges Unternehmen und liegen im sogenannten nassen Dreieck an der Elbemündung in der Nähe von Hamburg. Weshalb sind wir hier oben? Das liegt sicherlich auch daran, und das wurde übrigens ja auch in den vorherigen, im vorherigen Forum schon erwähnt, dass die Fruchtfolgegestaltung ein wesentlicher Punkt ist, weshalb ja auch die Leguminosen und insbesondere die Ackerbohne so einen großen Zuspruch erfahren. Und im Elbe-Weser-Dreieck war vor in etwa 10 Jahren ein Scheidepunkt, an dem gesagt wurde, die bisherigen Fruchtfolgen, die engen getreidelastigen Fruchtfolgen, gehen so nicht weiter, funktionieren nicht weiter. Und da kam die Ackerbohne ins Spiel und wurde wiederentdeckt. Es gab aber zu dem Zeitpunkt keinen wesentlichen Absatzmarkt, sodass sich dann die Fava Trading gegründet hat, aus der Landwirtschaft heraus und in Kooperation, in Zusammenarbeit mit einem Handelshaus, das war 2016, eben mit dem Konzept und dem Hintergrund der Vermarktung regional erzeugter Produkte, Hülsenfrüchte, der Ackerbohne in erster Linie, die dann auch weiterverarbeitet werden sollten.
Daraufhin wurde dann entschieden, im Jahr 2017 einen neuen Produktionsstandort in Kadenberge an unserem Firmensitz zu bauen, mit dem starken Fokus oder erster Linie ausgerichtet auf die Verarbeitung von Hülsenfrüchten, von Ackerbohnen in Lebensmittelqualität. Das heißt, eine konsequente Umsetzung auch in der Planung bereits des Standortes, Technik ausgelegt auf besondere Anforderungen der Hülsenfrüchte im Lebensmittelbereich mit entsprechender Technik von Reinigung, Sortier- und Schälanlagen und darüber hinaus auch dann, um die Absatzmärkte weiter zu etablieren, eine Installation von Anbauverträgen mit den Landwirten zunächst vor Ort im direkten regionalen Index, im regionalen Einzugsbereich und daran geknüpft auch ein Preisfindungsindex, Preisgestaltung, weil sowas für die Ackerbohne wie auch für die Leguminosen insgesamt momentan noch nicht weit verbreitet ist. 2018 konnte dann die Produktion beginnen und zunächst war der Export von Hülsenfrüchten ein wesentlicher Markt. Es entwickelte sich aber auch die Lieferung der Rohstoffe an Mühlen, nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland. Und es kam dann als konsequente Weiterentwicklung im letzten Jahr zur Gründung einer weiteren Tochterfirma, der Roland Beans, zusammen mit der Roland Mills United, einer etablierten Getreidemühle am Standort Bremen, an dem Standort dann auch die Investition und der Bau einer weiteren glutenfreien Verarbeitungslinie. Wir haben es vorhin schon gehört, die Vorzüge der Ackerbohnen, der Leguminosen sind eben ja auch besondere Eigenschaften in der Ernährung, das heißt glutenfreie Vermahlung sowie Fraktionierung von Stärke und Protein erfolgte dann daraus und ist eben auch dann möglich am Standort. Die Vermarktung der verarbeiteten Hülsenfrüchte geschieht nicht nur im Inland, sondern eben auch im Exportmarkt und das europaweit, wie auch darüber hinaus. Produkte, die aktuell aus der Ackerbohne hergestellt werden bei uns im Hause, sind neben der ganzen gereinigten Ackerbohne auch weitere Verarbeitungsprodukte über geschälte Bohnen bis hin zu Schroten und dann auch Bohnenmehlen und Konzentraten, die weiter in verschiedenen Lebensmittelbereichen Anwendung finden. Bekannt ist, dass die Leguminosen, wenn ich jetzt das Feld mal erweitere, nicht von der Ackerbohne weg, natürlich als Tierfuttermittel bekannt waren und bekannt sind in allen Geflügelarten und in allen Fütterungsbereichen vom Milchvieh über die Rindermast, in der Schweinemast wie auch in der Aquakultur und im Geflügelbereich in verschiedenen Verarbeitungsgraden und Fraktionen, also von der ganz ganzen Silage hin bis zum Schrot und auch Teilfraktionen der Leguminosen. In der Humanernährung finden Leguminosen Anwendungen auf verschiedenen Märkten, globalen Märkten auch. Da ist der europäische Markt ein Markt, der inländische Markt, wo auch dann verschiedene Verarbeitungsgrade und verschiedene Qualitäten gefordert sind. Das heißt, wenn man das etwas separieren kann, ist die ganze und geschälte Bohne in der internationalen Küche bekannt und begehrt. Mehle und Konzentrate für die weiterverarbeitende Industrie darüber hinaus sind ein Thema auf dem deutschen, aber auch auf dem europäischen Markt. Und Frau Kelly, Sie haben vorhin schon genannt, auch den Ernährungstrend, vegan, Fleischersatz und so weiter. Das ist alles mit den Leguminosen und insbesondere auch mit der Ackerbohne möglich. Das heißt aber auch, wenn wir uns auf den Lebensmittelbereich fokussieren, dass wir gewisse Anforderungen, Qualitätsanforderungen an den Handel und die Verarbeitung insgesamt haben. Allgemein, und das gilt für Tierfutter wie für den Bereich der Ernährung, muss die Ware natürlich, die aufgenommen wird, handelsüblich frei von Schädlingen, Schimmel und Fremdgeruch sein. Das sind die Standardqualitäten, die auch aus anderen Produkten hier bekannt sind. Die Ware muss lagerfähig sein, das heißt in Bezug auf Feuchtigkeit, Besatz und Hygiene die gängigen Standards erfüllen. Darüber hinaus haben wir ja den Vorteil, dass wir ein GVO-freies Produkt, sei es Futtermittel oder Lebensmittel, erzeugen, das darüber hinaus frei von Rückständen, also Toxinen, Pflanzenschutzmitteln und so weiter ist, wenn es nach deutschen Standards produziert wird. Eine weitere Anforderung, habe ich hier mal mit aufgeschrieben, ist die Homogenität der Partie. Das hängt natürlich auch mit davon ab, wo die Partien am Ende Verwendung finden.
Wenn wir dann noch auf den Bereich vom Tierfuttermittel gesondert eingehen, gibt es dort Anforderungen an die Inhaltsstoffe, Protein, Aminosäurezusammensetzung wurde vorhin schon genannt und danach gefragt, Faserbestandteile, aber auch, wenn es um die Futteraufnahme geht, der Geschmack der verschiedenen Leguminosen spielt dort sicherlich nicht unerheblichen Effekt. In der Humanernährung sind wir darauf angewiesen, dass wir die Produkte auch weiter verarbeiten können. Das heißt, wir haben bei der Ackerbohne zum Beispiel Höchstgrenzen, was die Feuchtigkeit anbetrifft, von 15%. Darüber hinaus geht es dann, und das ist auch ein Thema, da komme ich gleich nochmal kurz drauf, geht es darum, dass wir einen geringen Insektenfraß haben. Und da spielt nicht nur der äußere Fraß ein Thema, sondern eben auch der innere Schaden, sage ich mal, im Wesentlichen verursacht durch den Ackerbohnenkäfer oder den Erbsenwickler bei den unterschiedlichen Kulturen. Darüber hinaus sollten die Ackerbohnen keine Verfärbung, ja auch andere Leguminosen keine Verfärbung haben oder sonstige Mängel, besatzfrei sein, beziehungsweise mit relativ strengen Besatzgrenzen gehandelt werden. Das betrifft auch allergen- und glutenfreie Produkte. Das heißt, wenn wir einen Besatz haben in unserer Rohware, kann ich die nicht unbedingt weiterverarbeiten. Darüber hinaus spielt die Sensorik, also eher weiche Faktoren wie Farbe, Geruch und Geschmack, auch ein Thema und wird bei der Erfassung der Rohware mit geprüft. Und ein weiteres Kriterium ist je nach Absatzmarkt und Verarbeitung ein möglichst hohes 1000-Korn-Gewicht sowie analog auch zum Futtermittelbereich und je nach Verwendung der Proteingehalt. Ich habe hier nochmal ein paar Beispiele mitgebracht, die zeigen sollen, was Qualitätsmängel sind, die vermieden werden sollen. Da haben wir einmal auf den ersten Bildern oben Beschädigung, einfach nur der Samenhülle. Dann Verfärbung, Verschrumpelung und dann in der unteren Reihe auf den beiden letzten Bildern Schäden, die jetzt hier an der Ackerbohne den Fraß vom Ackerbohnenkäfer zeigen. Das mittlere Bild zeigt einmal das offensichtliche Loch, die offensichtliche Beschädigung. Das heißt, hier hat sich der Käfer schon aus der Ackerbohne wieder herausgefressen, während es teilweise knifflig ist, wenn der Käfer noch in der Bohne sitzt, wie wir es unten rechts setzen, wo dann nur auf der Ackerbohne eine leichte Schattierung zu erkennen ist. Ein paar Hinweise noch, und das greift hoffentlich auch einige Fragen auf, die wir vorhin schon hatten. Wie können Sie als Anbauer jetzt Einfluss nehmen auf die Qualität? Und da ist im Wesentlichen, denke ich, der Standort in Kombination mit der Kulturartauswahl ein wesentlicher Faktor. Wir haben für die unterschiedlichen Kulturen, dann nehme ich mal die Lupine mit rein, die blaue Lupine, die weiße Lupine, wie auch Erbsen und Ackerbohnen, unterschiedliche Standortansprüche, die schon mal den ersten Grundstein legen für einen Erfolg in der Produktion. Darüber hinaus geht es sicherlich von der Aussaat, Saatbettbereitung, Aussaatbedingungen, Bodenbeschaffenheit, über, vorhin wurde erwähnt, pH-Wert, und so weiter, bis zum Pflanzenbestand, der auch regelmäßig begutachtet und geprüft werden sollte, weil es doch noch viel Neues auch zu entdecken gibt in den Leguminosen. Erwähnt sei da auch nochmal der Ackerbohnenkäfer. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, das die aktuelle Situation widerspiegeln kann in den Beständen. Der Ackerbohnenkäfer ist jetzt aktuell unterwegs und legt seine Eier auf die sich bildenden Hülsen, woraufhin dann die Larve sich erstmal in den heranwachsenden Bohnen entwickelt und dann zur Ernte oder nach der Ernte als Käfer wieder sichtbar wird. Was die Ernte betrifft, sollte auch hier auf eine schonende Technik und Technikeinstellung geachtet werden. Das heißt, nach Möglichkeit, wenn vorhanden, sollte ein Rapstisch verwendet werden oder ein Bandlaufwerk, Bandschneidwerk. Mähdrescher-Einstellungen sollten schon gewählt werden, das heißt langsame Trommeldrehzahl, Weitekorb-Einstellung und viel Wind, um eben eine möglichst gute Reinigung zu bekommen. Wenn es dann weitergeht an die Einlagerung, sollte die Technik entsprechend
reduziert werden. Das heißt, möglichst wenig Einsatz von Schnecken, von Förderwegen. Idealerweise ist ein Flachlager, wo die Ware einfach abgekippt wird, sofern sie trocken ist. Was die Trocknung angeht, sollte auch diese schonend erfolgen. Und bei etwas größeren Korngrößen dann auch mit relativ wenig Temperatur, um Verfärbung und Beschädigung auch am Produkt zu vermeiden. Damit bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Herzlichen Dank, Herr Sönke, für Ihren Vortrag und auch hier sehr interessant. Und wir sehen es ja, es ist nicht die Produktion alleine, die entscheidend ist, sondern am Ende ist es eben auch die Vermarktung. Und da haben Sie einen guten Weg gefunden für eine alte Kultur. Herr von Chapuis, gibt es Fragen aus dem Chat? Ja, dann die Fragen. Ja, Zuschauer sind uns wichtig. Ja, also da wird gefragt, ob Sie, Herr Sönke, mittlerweile auch Lupinen verarbeiten und handeln? Ja, unser Fokus liegt da auch auf der Humanernährung, das heißt in erster Linie auf die weiße Südlupine. Ja. Dann gibt es weitere Fragen generell zum Leguminosenanbau und zwar einmal zur Leguminosenmüdigkeit, ob sich die Müdigkeit von einer Leguminosenart auf die andere überträgt oder umgekehrt gefragt, wenn ich Ackerbohnen als Hauptfrucht habe und dann unter Umständen Lupinen in einer Zwischenfruchtmischung, potenziert sich dann das Risiko der Leguminosenmüdigkeit? Von potenzieren würde ich nicht unbedingt ausgehen, aber wir haben ganz klar eine Abhängigkeit von der Leguminosenart und da zählen auch Zwischenfrüchte zu. Übrigens ja auch weitere Leguminosen wie Klee, die einen Einfluss auf die Leguminosenmüdigkeit haben. Allerdings hängt das dann von der Kombination auch der Kulturen ab. Herr Dr. Sass, vielleicht können Sie da noch etwas zu sagen. Also ich glaube, unstrittig, dass je mehr Leguminosen ich in der Fruchtfolge habe, desto schwieriger ist das Management. Und da muss man jeweils, es gibt meines Wissens auch nicht so sehr viele Untersuchungen, die das auch systematisch festgestellt haben, welche Leguminose wie stark zur Leguminosenmüdigkeit beiträgt. Aber meines Erachtens ist da auch noch viel Forschungsbedarf, weil diese pauschale Aussage, dass jede Leguminose gleich viel dazu beiträgt, dem ist nicht so. Sondern man muss schon im Einzelfall schauen, welche Leguminose, welchen Pilz vermehrt zum Beispiel. Deswegen ist das ein bisschen schwierig und auch sicherlich standortabhängig. Deswegen muss das auch jeder so ein bisschen für sich ausprobieren. Ja, ich habe gerade Zeichen. Entschuldigung. Unbefriedigend, aber es ist so. Ja. Danke, Herr Sass. Ich habe gerade Zeichen gekriegt. Zwei Fragen kann ich hier noch auswählen aus dem Portfolio, was gefragt worden ist. Ich stelle die gleich zusammen. A, gibt es Bekämpfungsmöglichkeiten für den Ackerbohnenkäfer? Und B, Herr Sönke, für wie aufnahmefähig halten Sie die einzelnen Leguminosenmärkte, insbesondere bei Soja und Ackerbohnen? Sprich, wie viele 100.000 Hektar können wir denn in Deutschland anbauen? Also erstmal zum Ackerbohnenkäfer. Der Ackerbohnenkäfer ist, denke ich, in der Ackerbohnenqualitätsproduktion, also wenn wir auf den humanen Bereich schauen, einer der schwierigsten Faktoren. Und er ist auch relativ schwierig zu handeln. Da hat sicherlich der Standort einen Einfluss. Wenn es an den chemischen Pflanzenschutz geht, gibt es, was die Präparate angeht, aber was auch die Versuchsergebnisse und Datenlage angeht, unterschiedliche Auswertungen und unterschiedliche Datenlagen. Ein begrenzter Bekämpfungserfolg ist aber möglich. Gut, und jetzt war noch die Frage nach den Märkten, nicht? Die zweite Frage nach den Märkten, das ist eine Frage, die relativ schwierig aus dem Stegreif zu beantworten ist, weil es mit einer Entwicklung einhergeht. Und das ist ja auch mit
die Frage oder den, ja, der Punkt, in dem wir uns bewegen. Das heißt, ein Markt kann sich nur entwickeln, wenn Ware da ist, und Ware kommt nur, wenn sich der Markt entwickelt. Wir befinden uns aber gerade in einem starken Aufwärtstrend. Das sehen wir selber. Das heißt, es kommen mehr Leguminosen in den Anbau. Damit kommt auch mehr Ware auf den Markt. Wir bewegen uns aber auch in einem Weltmarkt, sowohl bei der Fütterung, wie auch bei der Humanernährung. Am Ende wird es eine Preisfrage sein. Okay, wir sind leider an das Ende unseres Forums gekommen. Wir hätten noch viele Fragen hier im Chat. Ich persönlich könnte noch einige Fragen stellen. Ich fand das eine sehr interessante Runde bisher. Und so wie es in der Einleitung auch auf der Website veröffentlicht ist, wir wollten dem Leguminosenbau ja nur auf den Zahn fühlen. Also wir könnten sicherlich noch viel, viel weiter bohren. Aber wir haben, glaube ich, doch gesehen, welches Potenzial in der Leguminose steckt, welche Vielfalt, auch das war das Thema, im Leguminosenanbau steckt. Wir haben ja noch gar nicht über alle Leguminosen gesprochen. Also wir waren heute bei Lupinen. Da gibt es ja auch noch gelbe, neben dem blauen und dem weißen. Und Ackerbohne, Erbse. Aber es gibt natürlich auch noch die Sojabohne. Und vielleicht sogar Kulturarten wie Linsen oder Kichererbsen, wenn der Klimawandel sich fortsetzt. Ich würde mich freuen, wenn die Zuschauer Nutzen aus dieser Veranstaltung gezogen haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Sie auch mit Ihrer Homepage oder wo auch Ihre, glaube ich, Ihre Kontaktdaten zu finden sind, für weitere Fragen zur Verfügung stehen. Wenn aus dem Chat noch was reinkommt, dann werden wir es an Sie weiterleiten. Vielleicht das Fragen, wenn wir es beantworten können. Und ich bedanke mich für Ihre Vorbereitung, bedanke mich für die Diskussion, bedanke mich dann für die Vorträge. Und ich hoffe, dass wir mal irgendwann das mit mehr Zeit wiederholen können, vielleicht bei Lupinen Kaffee.